Hallo und ein fröhliches Willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Heute geht es um das Jabba the Hutt Set. Kein Playset, sondern ein Action Playset. So steht es zumindest drauf. Rausgekommen 2024 in der Vintage Collection für einen Listenpreis von 109,90 €. Mit dabei sind Salacious B. Crumb und der 8D8-Druide. Wie haltet ihr das eigentlich? Sagt ihr 8D8 oder doch eher auf Englisch 8D8? Lasst es mich in den Kommentaren wissen oder benutzt den Community-Tab. From the Quantum Storm Star Wars Collection. Natürlich haben wir in Vergangenheit den ein oder anderen Jabba the Hutt bekommen. Dieser basiert auf der Gussform, die 2019 verwendet worden ist, um den Jabba the Hutt für die Kitana herzustellen. Diese wiederum basiert auf der 2015er Gussform, die Verwendung gefunden hat für den Jabba the Hutt, der in dem Rancor Pit Playset war. Natürlich kann dieses Set auch für sich alleine stehen, aber dieses Set soll in mein Boba Fett Throne Room reingebaut werden. Wir alle wissen ja, dass es eigentlich Jabba the Hutt's Throne Room ist. Deswegen habe ich mir dieses Set geholt und dieses soll dort integriert werden. Im Moment hat ja mein Vintage Jabba the Hutt hier Platz genommen. Darf ich vorstellen, das ist die Box. Die Box ist an sich nicht schlecht gestaltet. Mal abgesehen davon, dass wir hier wieder dieses verunstaltende Element haben, was natürlich nicht als Sticker ausgeführt ist. Ich glaube, da können wir auch lange drauf warten. Was schön geworden ist, ist hier so diese, Kenner-Vintage-artige Darstellung von Jabba the Hutt. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Jabba tatsächlich vor dem Hintergrund seines eigenen Thronsaals sitzt. Leider so ein bisschen durch das hier verunstaltet. Das ist so der Hinweis, was da alles enthalten ist. Aber ansonsten haben wir natürlich hier so ein paar Seitenansichten. Das sind ja immer die Dekorationsmöglichkeiten, die man dann so hat. Haben wir dann auch eine andere Seite? Ja, haben wir auch. Können wir nochmal hier einmal in die Kamera halten. Ja, haben wir da einen Fokus drauf? Ja, haben wir auch. Aber ansonsten war es das schon mit der Box. Ich messe sie für alle Verpacktsammler natürlich mal wieder aus. Ich bin ja auch so ein Verpacktsammler und von daher könnten Maße ja interessant sein. Das heißt, in der Breite haben wir bummelige 30,5 cm. In der Tiefe haben wir 13,5 cm. Und was habe ich vergessen? Die Höhe, ja, da liegen wir so bei 18 cm. Das wäre einmal die Box. Okay. Dann können wir gleich zum Unboxing kommen. Das richtige Tool natürlich schon bereitgelegt. Und wir schauen mal, auf welcher Seite wir das Ganze aufmachen. Oh, wir nehmen mal die Seite. Warum nehme ich die Seite? Weil hier irgendwie zwei Klebestreifen drauf sind. Hat man in der Fabrik wohl einmal einen umsonst geklebt und dann nachgeklebt. Dementsprechend nehmen wir mal die Seite. Einmal aufgemacht. Ja. Die obligatorischen Zettel. So, jetzt gucke ich mal gerade, in welche Richtung. Ich glaube, ich muss das so aufmachen. Ups, bleibst du da liegen? Stimmt. So, wir haben eine Box mit ganz vielen Teilen, unter anderem, so, kommst du runter, das hört sich nach gerissen an, aber na gut, ist jetzt auch egal. Was haben wir hier? Hier haben wir die Tierfelle und die Kissen, na, gucken wir gleich mal, machen wir gleich auf. Dann haben wir, oh, jetzt wird spannend, den Salacious B. Crumb auf Minikarte unpunched. Die VC-Nummer ist hier VC66A.
Wahrscheinlich deswegen, damit man sie nicht mit der alten VC verwechselt. Also die alte Karte ist ja, wenn ich mich nicht täusche, 2011 rausgekommen, beziehungsweise die alte Figur ist 2011 rausgekommen und die war auch schon auf Minikarte. So, da haben wir Jabba. Jabba ist hier noch festgemacht, aber das ist nicht ganz so schlimm. Auch schön verpackt. Dann haben wir 8D8 oder 8D8, je nachdem, wie man es haben möchte. Stellen wir mal hier hin. So, dann kommt noch, hoffe ich zumindest, das hier raus. Und was noch fehlt, alles sehr schön kratzfrei verpackt. Das finde ich gut. Kommt noch hier die eigentliche Thronplattform. Ja, das war's schon. Dementsprechend packen wir mal alles auf die Seite. So, was muss noch ausgepackt werden? Alles sehr schön einzeln verpackt. Oha, tatsächlich. Alles sehr schön einzeln verpackt. Das heißt, wir haben hier die Tierfelle, die man platzieren kann, wie man möchte. Sehr freundlich. Dann haben wir hier Kissen. Nicht aufbekommen. Nur aber. Damit sich Jabba auch wohlfühlt, ne, soll er nicht zu hart werden auf dem Thron, haben wir hier platzierbare Kissen. Jo, komm, hier noch eins, da noch eins. Soll ja schön sein. Und dann haben wir hier unseren Jabba the Hutt. Auch der ist gut verpackt. Ziemlich gut verpackt sogar. Aber das kriegen wir natürlich auch hin. Hoffe ich zumindest. Ja. So, platziere dich mal. Und was noch fehlt, ist ja hier seine Snackbar, hätte ich fast gesagt. Das ist ja unter anderem seine Wasserpfeife und der Behälter, wo seine Snacks aufbewahrt werden. Ich nenne die immer ganz gerne Jabba Snacks. Ich weiß auch nicht, wie sie sonst heißen sollen. Wenn ihr das wisst, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare reinschreiben. So, und die muss ja irgendwie platziert werden. Glaube ich, meine ich, denke ich. So, das geht nach oben hin auf. Würde ja bedeuten, dass das Ganze, kommt das so hin, konsultieren wir gleich mal. Jo, das soll so sein. Das Ganze soll so aussehen. Allerdings fehlen dann noch die Snacks. Haben wir die hier drin? Ja, die sind hier drin. Da zeige ich euch nachher mal kleine Detailbilder. Ich glaube, das sieht man dann besser, als wenn ich euch das so zeige. Gut, das heißt, wir haben fast alles ausgepackt. Die ist auch leer, die können wir auch wegpacken. Bis auf die ganz kleinen Sachen hier. Was ist hier noch drin? Hier haben wir noch einen Teller drin, Trinkgefäße und wie gesagt, die Snacks. Die kommen nachher hier unten in diesen abnehmbaren Teil herein. Und das werde ich mal kurz vorbereiten und dann gibt es ein paar Detailbilder. Kleiner Hinweis noch in eigener Sache. In Zukunft werde ich das so machen, dass meine Detailbilder, die ich aufnehme, immer im Wechsel zwischen den sogenannten Real-World-Modellen sind. Das heißt also, ich werde auch Filmsequenzen einbauen, damit man einen Vergleich hat, wie filmgetreu dieses Modell ist und alle nachfolgenden.
Kommen wir zum Fazit. Was halte ich von diesem ganzen Set? Einmal bin ich natürlich ganz froh über den Salacious B. Crumb auf der VC66A-Karte. Ich habe die ältere Version aus 2011 leider nie ergattern können und mittlerweile ist sie auch so teuer, dass ich sie mir wahrscheinlich niemals leisten werde. Daher bin ich ganz froh, dass wir diesen jetzt auf dieser Minikarte haben. Allerdings muss man dazu sagen, das hat man vielleicht auch in den Detailvideos gesehen, diese Karte hatte hier unten schon einen kleinen Ditch. Das ist jetzt nicht weiter schlimm, aber ist halt mit einem kleinen Ditch angekommen. Der 88 oder 88 auf der Karte VC325, ja, was kann man zu dem sagen? Der ist eigentlich nicht schlecht gelungen, mal abgesehen davon, dass der keine Ellenbogengelenke hat. Hasbro sagt, diese Figur wäre dazu zu filigran, damit wäre das ausgeschlossen, dass sie Ellenbogengelenke bekommt. Aber wenn ich mich nicht täusche, die Figur BGJ38, die hatte auch also Ellenbogengelenke. Und da fragt man sich natürlich, warum hat diese Figur das hier nicht? Gut, aber das lassen wir mal so dahingestellt sein. Da ich die Figur nicht auspacke, werde ich das wahrscheinlich gar nicht so merken. Es gibt aber tatsächlich Leute, die sagen, nee, wenn wir sie auspacken, hätte sie eigentlich auch Armgelenke bzw. Ellenbogengelenke haben sollen. Das wäre dann schon ganz nett gewesen. Vom Detailgrad an sich finde ich die Figur so nicht schlecht. Ja, kommen wir mal zum Jabba. Der Jabba, der ist in hartem Plastik ausgeführt. Das ist insofern gar nicht verkehrt, weil es gab Versionen, zum Beispiel die aus 2010, die waren aus weicherem Plastik, mehr oder weniger so eine Art Gummiplastik. Ja, und die haben dann angefangen, mehr oder weniger zu zerfließen. Das war natürlich unschön. Und diese Version habe ich hier auch, allerdings ist die immer noch verpackt in einer versiegelten Box. Ja, das ist so ein bisschen das Schrödinger Katze-Prinzip, ne? Also ich weiß nicht, ob mein Jabba da drin schon zerflossen ist oder nicht. Werde ich vielleicht auch nicht rausfinden, weil ich hatte nicht vor, diese Box zu öffnen. Dementsprechend, ist so ein bisschen das Schrödinger-Katze-Prinzip. Also, er hier aus hartem Plastik, das ist schon mal ganz schön. Leider habe ich es nicht geschafft, ihn wirklich an seiner Pfeife nuckeln zu lassen. Da scheint mir die Armbewegung noch nicht richtig dazu zu führen, dass ich ihn an den Mund bekomme. Vielleicht schaffe ich das nachher nochmal, aber ich wollte das beziehungsweise die Gelenke auch nicht überstrapazieren. Nett ist natürlich, dass die Wasserpfeife einmal neu konstruiert ist. Das ist eine neue Auflage dieser Wasserpfeife. Dann haben wir hier diese Teller, die Trinkgefäße dazu. Das ist alles ganz nett gemacht. Hier haben wir die Kissen, die natürlich aus Stoff sind, genauso wie die Tierfelle, die hier drin liegen. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist nur, ich weiß nicht, wie das mit dem Ausbleichen in der Sonne aussieht. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die Farben, wenn man diese Kissen in die Sonne legt, dass die natürlich irgendwann ausgeblichen sind. Das kennt man vielleicht von anderen Stoffen aus anderen oder von anderen Spielzeugen letztendlich auch. Wenn man die in die Sonne stellt, dann werden die sehr blass. Ansonsten, ja, müsste man noch sagen, 109,90 €. Ziehen wir diese beiden Figuren mit fröhlichen jeweils 20 Euro ab, dann bleiben hier immer noch 79 Euro übrig. Ob das jetzt zu viel, zu wenig ist, das überlasse ich jedem selber. Oh, jetzt habe ich hier auch gerade meine Trinkgefäße umgerissen. Nur das macht nichts, legen wir die hin. War ja ein Gelage bei Jabba. Und da muss jeder natürlich selber entscheiden, ob ihm das Ganze so viel wert ist. Mir war das insofern viel wert, weil der ganze Aufbau hier, der soll ja gleich da hinten reinwandern. Und ich kann es noch nicht ganz genau beurteilen, aber ich bin der Meinung, die Farbe von der Plattform, die fügt sich auch deutlich besser ein in den Thronsaal, den wir hier haben. Witzigerweise, man könnte natürlich jetzt auch auf die Idee kommen, dass Hasbro seit jeher vorhatte, erstmal das Book of Boba Fett Thronsaal-Set herauszubringen und dann nochmal dieses Set hier rauszubringen, weil es wahrscheinlich klar war, dass viele Sammler gesagt haben, ja, das ist ja ganz schön mit dem Boba Fett, der da drin sitzt, aber wir hätten ganz gerne den Jabba, der da sich einmal gemütlich macht. Und dreimal dürft ihr raten, was passiert ist. Ich habe diesen Jabba bekommen, tatsächlich in der Shipper-Umverpackung.
Und jetzt ratet mal, was auf dieser Schipper-Umverpackung draufsteht. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Ich halte es mal in die Kamera. Mal sehen, wie das mit dem Fokus aussieht. Da steht doch tatsächlich drauf, Jabba the Hutt Throne Room, also Thronraum. Nichts mehr von wegen Action-Playset. Könnte das ein Hinweis darauf sein, dass das ursprünglich eh so geplant war und man jetzt nur gesagt hat, komm, wir legen nochmal 100 Euro oder 110 Euro besser gesagt drauf und verkaufen dem Sammler das so nochmal. Gut, das kann man so machen. Ich zeige euch gleich nochmal, wie der Jabba sich in das alte Playset einfügt. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende der Vorstellung angekommen. Würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und mir ein Like da lässt. Wenn ihr Kommentare oder Anmerkungen habt, dann lasst mich das wissen. Und somit verabschiede ich mich mit sammlerfreundlichen Grüßen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Bis denn und tschüss.